Ohne jeden sexistischen Hintergedanken. Ja, wir versuchen seit jeher gut zu Vögeln zu sein. Warum? Mit den Jahren wird mir mehr und mehr bewusst, dass kleine Wesen vom großen Hund bis zum Windflattermann, gerne meinetwegen auch mal ein größerer Geier, mir wichtiger werden als das gern bemühte und nicht wirklich zu fassende große Ganze. Zu den nicht wirklich kleinen Dingen, die natürlich keine Dinge sind, ebenso wenig wie kleine hungrige Vögel oder alle anderen Tiere, gehören selbstverständlich auch die unaufhörlich nachwachsenden Zweibeiner unseres Rudels. Fünf Enkel sind es mittlerweile. Wir wachsen und mehren uns. Na prima. Und jetzt wird es doch noch ein bisschen ernst. Anders als die erfreulich wachsende Zahl unserer Familienmitglieder scheint die Zahl und die Vielfalt unserer Vögel tatsächlich immer weiter abzunehmen. Das macht mir Angst. Nicht nur, weil die gefiederten Freunde mir mehr oder mehr, nicht nur, weil die gefiederten Freunde mir mehr und mehr fehlen, die uns im Sommer mit ihren Flugkünsten, mit ihrem Gebalze und dem mehr oder weniger konzertanten Gezwitscher zu einem großen Natur-Open-Air-Erlebnis verhelfen und die uns jetzt in der kalten Jahreszeit einladen, bei ihrem Dinner vor dem Fenster, auf dem Balkon oder im Garten als Soundgäste dabei zu sein. Ja, und da geht es dann doch mal um das viel zitierte große Ganze, nämlich die Notwendigkeit, den uns alle, nicht nur die Tiere, durch unser Konsumverhalten, beim Essen und anderen Faktoren, die unseren viel zitierten CO2-Fußabdruck bestimmen, dazu beitragen, dass auch unsere Enkel noch Vögel im Winter füttern dürfen. Jos van Aken.